Servus und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 17 mit dem Real Joe Pim auf der Sosnovka Map. Und ja, wir machen immer noch die Mission, oder ich mache immer noch die Mission, die allererste Mission, aber ihr seht, wir sind jetzt schon ordentlich fortgeschritten. Über 3/4 ist schon fertig. Das letzte Viertel oder etwas weniger als das letzte Viertel machen wir jetzt nochmal zusammen und schauen dann mal, wie viel bekommen wir denn unterm Strich dann bei raus. Und ja, dann können wir ja auch nochmal kurz nochmal an diesen Trigger gehen, nochmal R drücken und uns anschauen, wie sich denn jetzt vielleicht der Feldpreis schon geändert hat. Also wer in der letzten Folge sich das gemerkt hat, wie der Feldpreis war, der sollte dann jetzt auch schon eine Änderung feststellen können. Ich habe es mir jetzt nicht notiert, nicht gemerkt, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass es definitiv runtergeht und ja, bei dem Preis, den wir da hatten, über 300.000 Euro, waren es ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also von dem her, dann sollten 2% doch auch schon ein bisschen was an Betrag ausmachen. Und ja, unsere Helfer sind auch fleißig dabei. Wir sehen, der Helfer H, der ist schon über die Hälfte. Und wir schauen mal bei der 14, da sehen wir gar kein Helfersymbol mehr. Das heißt, da ist der mit Pflügen sogar schon fertig. Das heißt, da können wir dann dementsprechend nochmal eben schnell, nochmal Vorgewende am Feld pflügen, damit wir da auch alles schön lückenlos haben. Und dann können wir da schon wieder mit dem mit dem Düngerstreuer, genau, das ist der nächste Schritt dann wieder. Nächste Düngestufe, Düngerstreuer drauf und dann kann sobald fertig eben der Helfer mit dem Grubber dann darüber wechseln, sobald er dabei Feld 19 fertig ist. Aber als allererstes müssen wir die Mission fertig machen. Wir können aus einer Mission nicht rausspringen. Also selbst wenn wir jetzt hier seitlich wegrennen, wenn wir das Feld oder den Feldbereich zu weit verlassen, zählt die Zeit runter. 10 Sekunden, 9 Sekunden, irgendwie so haben wir maximal Zeit. Wenn wir bis dahin nicht zum Feld zurückgekehrt sind, dann gilt die Mission als abgebrochen und abgebrochene Missionen geben logischerweise kein Geld. Wäre also natürlich schade um die angefangene Arbeit, die wir hier schon investiert haben. Deswegen machen wir das als erstes fertig. Und wir sehen ja, was haben wir hier rechts noch stehen? Das ist, es könnte ein Ticken breiter als eine komplette Arbeitsbreite sein. Aber wir müssen auch das Feld nie 100% fertig machen. Wir haben da also ein gutes Stück Toleranz drin. Das heißt, wenn zwischendrin, wenn wir uns verfahren und hier bleibt mal irgendwie so ein Zippel stehen, und wir korrigieren dann irgendwann wieder rüber, sagen, oh, ups, sorry. Ist nicht schlimm. Ja, wir müssen nicht den Rückwärtsgang rein, müssen es wieder reinholen. Das ist alles in Ordnung, alles okay, weil wir eh keine 100% fertig machen müssen. So. Und wir sehen halt dementsprechend, wir haben eben nicht mehr so viel, haben aber noch einen Haufen Zeit. Also hier sollte auch wieder ein guter Zeitbonus bei rumkommen. Weil unter 20 Minuten Restzeit kommen wir hier definitiv nicht runter. So viel haben wir ja nicht mehr. Wir haben hier hinten nochmal wenden, nochmal ein Stück vorwärts fahren. Und dann ist schon fertig. Dann ist es wirklich schon fertig. So, 25 Minuten jetzt noch. Ein kleiner Schnibbel fehlt noch. Der Kreis ist noch nicht ganz voll, der Apfel ist noch nicht ganz gefüllt. So, und hier ab in die letzte Bahn. Falls der Bauer vorbeikommt und schon mal ein bisschen was abbunkern möchte, fahren wir ihm mal das Rohr raus, warum denn nicht?
So, dö. Wir könnten ja auch mal, wir sind ja noch nicht ganz bei 80, aber wir machen schon mal die Rundumleuchte an, um zu markieren hier, wenn du vorbeikommen möchtest, dann kannst du uns auch abbunkern. Und nein, wartet jetzt nicht darauf, dass hier jetzt wirklich einer lang gefahren kommt. Das ist wirklich jetzt nur ein bisschen Spielerei. Wie gesagt, normalerweise wäre der Drescher schon mehrfach voll gewesen. Aber bei den Missionen, das wird dann irgendwann extrem langsam mit dem Füllen, damit der erst gar nicht voll werden kann. Und wir können auch, soweit ich das mitbekommen habe, hier keine überall abkippen Haufen anlegen. Wir können nicht in Anhänger, den wir vielleicht in der Nähe platziert haben, abkippen. Weil logischerweise das Korn gehört natürlich auch dem anderen Bauern. Und dementsprechend lassen wir ihm das auch. So, ich wusste, auf dich ist Verlass. 23.665 Euro war unser Lohn und nochmal 18.798 Euro Zeitbonus drauf. Also, wer sagt, die Missionen, die lohnen sich nicht, der täuscht sich definitiv. Ich persönlich muss sagen, ich finde nach wie vor, wie in den Vorgängerversionen ja auch, dass die Missionen einfach immer noch viel, 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 viel zu viel Geld ausgeben. Also, wenn wir hier jetzt 18.000 verdient hätten, wäre schon viel. Also nur den Zeitbonus, dass wir den Riesenlohn noch obendrauf bekommen. Dafür, dass wir ja nur ein kleiner dummer Helfer sind, der die Maschinen sogar gestellt bekommt, ist es mir eigentlich viel, viel, viel zu viel. Aber wir machen es eben mit und wir schauen jetzt hier mal rein. Da, das ne Oh, das nächste wäre hier Düngen. Mit geil, einem schönen Schleppschlauch. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Hier, Feld kostet jetzt so viel. Und hier sehen wir auch der Daumen nach oben. Es wächst an mit jeder Mission. Wir wollen aber ja erstmal uns um unsere Helfer kümmern. Danach werde ich aber auf jeden Fall schauen, dass wir vielleicht die Gerätschaft nochmal bekommen. Also zumindest den Schleppschlauch. Den würde ich gerne mal fahren. Bin hier im 15er bin ich keinen Schleppschlauch gefahren, dadurch, dass ja auch standardmäßig keiner im Spiel war. Ich hatte hier und da mal mit einer Mod überlegt, hatte sogar mal mir was runtergeladen, aber im Endeffekt nachher dann doch nicht mitgespielt. Und im 13er bin ich sehr, sehr gerne Schleppschlauch gefahren. Von dem her müsste man mal schauen, der ist auch sehr groß, ob das überhaupt noch angenehm ist, mit dem zu fahren. Schauen wir dann mal. Aber vorher einmal hier selber düngen. Und vielleicht, bis wir fertig gedüngt haben, dass unser anderer Helfer dann auch fertig ist und wir den hier sogar schon ansetzen könnten. Weil wir können ja dann, wenn wir das Feld gedüngt haben, können wir das andere Feld ja auch schon wieder weitermachen, den nächsten Dünger draufschmeißen. Und dann könnten wir den hier, nachdem er mit dem Düngen oder nachdem wir mit dem Traktor, mit dem Düngen fertig sind, die Saatmaschine und könnten da Feld 19 mit der Saat schon anfangen, damit das eben von der Tageszeit auch alles nicht zu spät wird. Ich muss auch dazu sagen, ich habe hier noch eine kleine Änderung vorgenommen zum Anfang zum Let's Play. Ich habe hier Pflanzenwachstum auch sch auf schnell gestellt, damit das einfach wirklich etwas schneller vorangeht. Das war am Anfang des Let's Plays, als ich das mal eingeblendet hatte, stand das, glaube ich, noch auf Wachstum normal. Da eben, wie gesagt, einmal schnell, besser ist das. So, und ich stelle die Gerätschaften hier neben einfach hin. Das hatte ich sogar im 15er auch schon so gemacht. Und dann kann man sich hier vielleicht einen Kärcher später noch hinstellen. So, und kann das dann sauber machen. Vom Geld her können wir uns ja einen Kärcher definitiv leisten. Also nach der Mission. Schuldenfrei sind wir, also da haben wir definitiv die Möglichkeit zu. So, da, komm her, komm her, komm her, komm her, da sind wir.
Und wir füllen den gerade auch nochmal auf. Warte mal, wir stellen aber nochmal hier die Saatmaschine gerade. Ja, nicht umfallen. So, mal wieder gerade hingestellt. Die hatten wir so ein klein wenig verschoben. So, hierhin. Und einmal auffüllen, wie gesagt. Hier haben wir es schön. Hier haben wir noch so einen Kauftrigger, wo wir uns das da rauskaufen. Auf der anderen Map, auf der Goldcrest Valley, da müssen wir alles mit Big Bags machen. Um das aber auch mal zu zeigen, werden wir das sicherlich hier in dem Spielstand dann auch mal mit Big Bags handeln. Wer also jetzt nicht bei den Livestreams reinschaut, vielleicht auch nicht bei anderen YouTubern, wo er das schon gesehen hat, wird das bei mir auch noch zu sehen bekommen. Aber da werden wir eben noch einen Moment warten, weil da braucht man dann auch einen Frontlader für und so weiter. Und das haben wir ja noch nicht. Das heißt, da warten wir noch einen Moment. Wir werden uns dann, bevor wir uns entweder einen neuen Traktor gleich mit Frontlader kaufen oder uns einen der vorhandenen umrüsten, denke ich mal, werden wir uns dann auch noch irgendwo in Hofnähe eine Werkstatt hinstellen. Dort können wir dann nämlich auch Setups ändern, ohne dass wir da Mechanikergebühren für zahlen müssen. Das macht also auch einiges aus, weil der Mechaniker, der will dafür, dass er seinen, ja, ich sag mal ganz salopp und gehässig seinen fetten Arsch aus dem Sessel hebt und ein bisschen Werkzeug in die Hand nimmt, dafür will der 1000 Euro haben. 1000 Euro mal eben. Zuzüglich natürlich zu dem Material. Das zahlen wir dann auch nochmal. Also es ist, das Umrüsten beim Händler ist nicht günstig. Deswegen eigene Werkstatt und dann im Prinzip nur die Teile bestellen und selber umbauen. Wesentlich günstiger, sollte man sich also überlegen. Da macht sich nach wenigen Umbauten die Werkstatt schon bezahlt. Die eigene platzierbare Hofwerkstatt. Und ja, man könnte theoretisch sogar überlegen, sich mehrere auf der Map zu verteilen. Aber solange wir hier eben auch nur einen Hof haben und hier ja dann dementsprechend unseren zentralen Punkt haben, macht es natürlich keinen Sinn, noch irgendwo anders eine hinzustellen. Wer natürlich dann später mal Modmaps oder so hat, wo man mehrere Höfe vielleicht dann auch bedient, da kann man das durchaus überlegen, da könnte das Sinn machen, dann vielleicht, wenn man mehrere Höfe hat, auch auf jeden Hof eine Werkstatt zu stellen, dass man nicht so viel hin und her fahren muss. Ja, was auch schon einige sich beschwert haben, habe ich so im Forum, auch im Livestream schon so ein bisschen mitbekommen, dass Rücksetzen eben jetzt nicht auf den Hof zurückgesetzt wird, sondern zum Händler. Dass das ja so blöd wäre und dann muss man jedes Mal mit dem Händler hin und her fahren. Ich muss sagen, verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich gar nicht, wo da das Problem sein soll. Weil in dem Moment, in dem ich ein Fahrzeug irgendwo festfahre, dass ich es zurücksetzen muss, dann war ja an dem Fahrzeug sowieso irgendein Schaden dran. Dann muss es zum Händler, um in Ordnung gebracht zu werden. Also von dem her ist es ja so gesehen realistischer. Ich habe den Pannendienst gerufen, der hat es zu sich in die Werkstatt gebracht und hat es da angefangen zu reparieren und dann kann ich es mir dort eben danach wieder abholen. Müsste man eigentlich sogar noch sagen, fürs Zurücksetzen müsste noch Geld abgezogen werden. Müsste man wirklich sogar noch sagen, ja, also gerade die Realitätsfreunde hier. Das wäre definitiv noch eine Ecke realistischer. Und ja, sich Sachen zu kaufen und mal eben einfach zum Hof zurücksetzen, um die nicht beim Händler abholen zu müssen oder so, das ist ja schon, das ist schon grenzwertig am Cheaten dran. Also von dem her, ich habe da überhaupt kein Problem, dass das Zurücksetzen zum Hof zurückgeht. Weil ich generell, wenn ich jetzt so in den Vorgängerversionen schaue, wie oft habe ich da mal was zurückgesetzt? Sehr, sehr selten. Ich habe ja jetzt hier auch schon inzwischen, würde ich sagen, so etwa 20 Spielstunden habe ich auch schon wieder im 17er zusammen. Könnte sogar noch mehr sein. Habe ich auch bisher noch kein einziges Fahrzeug, kein Gerät, nichts zurücksetzen müssen. Also
Für mich stellt das kein Problem dar. Egal wohin es zurücksetzt. So, da haben wir ein klein bisschen Lücke jetzt gehabt. Aber egal, so ein kleiner, schmaler Streifen, wenn der mal ein bisschen weniger Ertrag gibt, das macht nur nichts. Das merkt man kaum. Das sind ein paar Körner am Ende. So. Aber da kommen wir gut voran und das ist ja jetzt hier auf dem Feld schon die dritte Düngung. Also da sind wir beim Düngen jetzt schon beim Maximum. Ich habe ja auch zumindest im Livestream schon gesagt, mir fehlt eigentlich der Growth Manager. Da gab es dann auch schon hier und da Bedenken so, ja, aber wenn der über Mitternacht ja das komplette Wachstum macht, dann kann man zwischen den Wachstumsstufen nicht mehr düngen, kommt gar nicht auf den maximalen Ertrag. Wenn man es so macht, schon. Weil in dem Moment, indem wir dann eben das Saatgut draufhauen oder beziehungsweise wenn wir jetzt das Pflügen nicht gehabt hätten, hätten wir halt nach dem Ansehen nochmal den dritten Dünger draufgehauen. Also dann haben wir da das Feld ja schon komplett gedüngt und müssen gar nicht mehr zwischen die Wachstumsstufen zwischendüngen. Ansonsten konnte man im 15er den Growth Manager ja auch so einstellen, dass der eben zum Beispiel alle 6 Stunden oder alle 4 Stunden oder alle 12 Stunden oder wie auch immer man es sich dann eingestellt hat, eine Wachstumsstufe hat. Und ja, dann hätte man da ja dementsprechend auch immer schön Zeit, um da nochmal dazwischen zu gehen, zwischen zu handeln. Und das Wachstum ist definitiv kontrollierter als das von Giants, wo eben teilweise dann doch wieder ist, dass ein halbes Feld schon erntereif ist und die andere Hälfte aber noch nicht, weil es unterschiedlich gewachsen ist und tralala. Ja, was halt nicht immer ganz so schön aussieht. So, das Düngen haben wir gleich noch fertig. Dann können wir auf jeden Fall den Grubber schon mal rüberfahren. Kann natürlich jetzt sein, wir hatten mit dem Gruber keine Vorgehwände jetzt noch gemacht, dass da vielleicht an Feldanfang, Feldende immer so ein paar kleine Stellen waren. Aber zumindest beim Bodenanstrich war da jetzt nicht zu sehen, dass da jetzt irgendwo noch Pflugtextur gewesen wäre oder irgendwo vielleicht, weil der Dünger nicht untergearbeitet wurde, da die Textur noch dicker gewesen wäre, dunkler gewesen wäre. Deswegen gehe ich jetzt mal von aus, dass das soweit gepasst hat. Können wir noch schauen, hier das Stroh, das sieht ja nicht ganz so schön aus. Können wir das weggerubbern auf dem Gras? Ja, können wir. Gut. Dann machen wir das noch gerade weg. Dann sieht das ein bisschen ordentlicher aus, als wenn hier diese kleinen Strohfitzel rumliegen. Wo sich natürlich auch nicht lohnen würde, da jetzt wegen diesen paar Krümmel irgendwo einen Ladewagen zu mieten oder sonst was. Also ich muss auch sagen, die Mieten oder das Mieten, das ist ja nicht ganz so günstig. Und auf der Goldcrest Valley, ich hatte mir zuerst sogar überlegt, ob ich mir da einen Sammelwagen fürs Stroh erstmal anmiete. Bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, ein, zwei Missionen machen und dann kaufen. Weil so viel Stroh, wie ich rausbekommen habe, wäre weniger Geld gewesen, als mich die Miete gekostet hätte. Das heißt, in dem Fall hätte ich es gemietet, wäre es ein Minusgeschäft gewesen. Ganz, ganz schlecht. Daher war ich da dann doch ganz glücklich, dass ich es dann doch richtig gemacht hatte. So, wir schauen mal noch kurz in die Düngestufe. Also wir sehen hier, bis auf so ein paar Lücken, wie gesagt, die haben wir halt jetzt. Haben wir nicht ganz so sauber gearbeitet, aber da sind wir zu 90-95% auf dem Feld in Düngestufe 3. Gepflügt werden muss es auch nicht mehr, das andere auch nicht. Also da können wir dann dementsprechend ja mit sehr, sehr hohen Ertrag rechnen. Weil wie gesagt, pro Düngestufe 30%, fürs Pflügen nochmal 10%. Das heißt, von 100% Normalertrag können wir bis auf 200% Ertrag uns hochsteigern. Und 200% mal eben das Doppelte aus dem Feld rausholen,
Das ist natürlich was, da lohnt sich auch ein bisschen Arbeit zu investieren. So, einmal hier abstellen. Obwohl, wir müssen das andere Feld ja auch noch mal düngen. Wir hätten den jetzt noch gar nicht hier in die Endposition bringen müssen. Macht nichts. So, Saatmaschine. Dann schauen wir mal, ist die auch schon gefüllt oder müssen wir die erst noch füllen? Die müssen wir erst noch füllen. Also einmal hier hinten hinfahren. Da geht automatisch das Deckelchen ab. Ich senke das mal noch, sieht schöner aus. Und wenn wir jetzt vorstellen, wir würden da wirklich die Säcke reinkippen, nicht abhängen. Nein, 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 nein. Ah, bleib dran und bleib unten. So, und jetzt füllen. Ja. So, kommt da noch eine Plane? Ja, da kommt die Plane, da füllt sie's nach oben. Da sehen wir, jetzt ist voll. Können wir wieder das Häubchen drauf machen, anheben. Ab zum Feld. Und so, da ist jetzt die Frage, was bauen wir denn an? Und ich würde sagen, übrigens, Saatgut wechseln, Taste Z. Taste Z. Ja, also vorher, früher immer auf O. Das wurde jetzt geändert. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf eine Frucht, die wir eben jetzt noch nicht kannten. Und zwar auf die Sojabohnen. Auf die Sojabohnen gehen wir, stellen das hier hin. Und hier mache ich aber Ende. Hier ist die Aufnahmesession dann erstmal rum. Also in der nächsten Folge eine neue Session. Vielleicht dann auch schon wieder mit zusätzlichen neuen Mods und so weiter und so fort. Ja, Daumen, Kommentare nicht vergessen und auch mal beim Livestream vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.